Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Wir haben heute das Duell alt versus jung. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, kleiner Spannungsunterbrecher. Abonniert gern den Kanal, denn bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der neuen Karre, von der bezaubernden Jessie oder von mir. Also macht es jetzt, ist eine gute Sache, macht euch glücklich. Ja, was werden wir heute zusammen machen? Ja, erstens, ich bin nicht alt, sondern das Auto ist alt, oder? Ja, genau. Und ich bin auch nicht alt und auch nicht dick, sondern das Auto ist neu und ich bin auch neu. Und es ist ja so ein großes Clash der Gezeiten-Ding, dass man sagt, was ist jetzt schneller, ein Verbrenner oder ein E-Auto? Weiß auch Audi, es geht in die Zukunft. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben zwei ikonische Dinge, eigentlich drei. Das ist der Fünfzylinder, das ist der Quattro-Antrieb und das ist der Quattro S1, mit dem schon dein Taxifahrer heute Stig Blomqvist und der gute alte Walter Röhrl gefahren ist zum Beispiel. Ja, und das ist natürlich mein Auto, die Zukunft, und ich habe einen Taxifahrer, der Mattes. Und jetzt schauen wir mal, ob Jessie ins Auto kotzt, ob ich ins Auto kotze. Ja, und was die beiden können, dann gibt es ein kleines Duell von uns beiden, oder? Willst du noch was sagen? Deine Fans grüßen am Anfang. Was Letztes zu deiner Mama, Familie? Ich habe ein bisschen Angst, Mama, bitte. Pass auf meinen Bruder auf. Ich habe ziemlich Schiss, aber ich glaube, es wird auch fun. Fütter nochmal Jessies Kanarienvogel. Ja, und dann Kanarienvogel geht's jetzt los. Hansi nicht vergessen. Ist okay, wenn ich dich Mattes nenne? Ja. Also, das ist der Mattes hier neben mir, ne? Und der probiert jetzt, hier schneller hochzufahren, als ich das kann. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Mattes Reiling, bin technischer Projektleiter für Fahrwerk- und Antriebsthemen im e-tron GT und RS e-tron GT. Jetzt sprechen wir so ein bisschen über das Auto, ne? Jessie fährt ja gleichzeitig gerade mit dem S1 Quattro. Was ist der Unterschied jetzt zu eurer Zukunft? Ja, natürlich erstmal neben dem Motor an sich. Wir haben ja hier Elektromotoren verbaut, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Und dadurch ist es uns eben auch möglich, im Gegensatz zum alten S1, die Allradverteilung viel flexibler zu regeln. Also wir können ja, dadurch, dass wir keinen mechanischen Durchtrieb haben zwischen Vorder- und Hinterachse, also keine Kardanwelle, kein Mittendifferenzial. Ja. Dadurch können wir eben rein über Software und die Allradverteilung beeinflussen, was uns da viele Freiheitsgrade gibt. Wie schaffst du das, dass du hier so schnell fahren kannst und noch reden? Machst du Dr. Yakushima Gehirnjogging oder wie funktioniert das? Ja, ich bin jetzt ja nicht die erste Runde hier erst gefahren, also ein bisschen Übung ist natürlich dabei, aber man muss auch wirklich sagen, dass dieses Auto auch eher ein Auto für jedermann ist, also im Gegensatz jetzt zum S1, der ein reinrassiger Rennwagen ist. Hier der e-tron GT ist ja einfach ein Auto, was jetzt auch für die Kunden zu Hause einfach auch leicht beherrschbar sein muss, trotz des extremen Drehmoments jetzt von 830 Newtonmeter. Wie viel PS sind das hier umgerechnet? Der hat ungefähr 600 PS und dann zeitlich begrenzt im Overboost bis zu 650. So, und wie ist die Verteilung von vorne nach hinten von der Kraft? Die ist vollkommen variabel. Also je nach Fahrzustand und je nach Drive Select Modus geben wir bis zu 100% nach hinten oder 100% nach vorne. Das ist komplett variabel. Natürlich kann nicht 600 PS auf der Vorderachse anliegen, weil der Vorderachsmotor natürlich nicht die alleinige Peakleistung darstellen kann. Es ist ja jetzt ein Duell, Jessie gegen mich im Grunde, ne? Stig gegen dich.
Habt ihr mal gemessen, welches Auto schneller hier oben ist, beziehungsweise welcher Fahrer? Die tun sich ehrlich gesagt nicht viel, die Autos. Ja. Also das ist, der S1 ist ungefähr eine Tonne leichter als der e-tron GT. Ja. Allerdings macht das extreme Drehmoment hier von über 800 Newtonmeter, macht jetzt hier auf diesen Geradeauspassagen, ja, wie hier zum Beispiel, das konterkariert so ein bisschen das extreme Gewicht. Okay. Natürlich für ein E-Auto jetzt nicht auf absolute Rundstreckenperformance ausgelegt, sondern schon auch auf Reichweite, weil das ist ja letztendlich im Kundenfahrzyklus absolut relevanter. Ja, jetzt wird es ein bisschen nerdig, also du fährst ja fast jede Kurve so ein bisschen quer an. Ne? Jetzt hat ja zum Beispiel das e-tron SUV in der S-Version hinten zwei E-Motoren. Das hat der jetzt nicht. Wie unterscheiden die beiden sich? Jetzt, ja, müssen wir eben kurz gucken, wir sind jetzt hier am Ende der Etappe. Genau, wir drehen jetzt wieder um und fahren das ja gleiche Stück zurück. Ja. Genau, also das Konzept unterscheidet sich insofern, dass wir hier, wie gesagt, nur einen Motor auf der Hinterachse haben, einen auf der Vorderachse, ja, im Vergleich jetzt zum e-tron S. Bei diesem Auto ist es jetzt speziell so, durch den extrem tiefen Schwerpunkt, ja, durch die sehr breiten Hinterreifen, ja, hat er einfach sehr viel Grip auf der Hinterachse. Ja. Und deswegen ist das aus unserer Sicht hier angebracht. Wir arbeiten hier mit eben nur einem Motor, aber dafür, ja, mit einer elektronisch geregelten Quersperre auf der Hinterachse. Ja. Da gibt es keine Patentlösung, das muss man einfach sehen. Was ist das für ein Fahrzeug? Und der e-tron S ist jetzt eher ein hohes SUV, ja, und hat natürlich auch mehr Möglichkeiten in Sachen Package. Also diese, ja, zwei Hinterachsmotoren sind natürlich etwas größer. Die muss man auch unterbringen in der Karosserie. Ja. Jetzt mal unter uns zwei Klosterschwestern. Also ich bin absolutes Verbrennerkind. Ich komme vom Verbrenner und Elektromobilität macht mir immer mehr Spaß. Wie ist es für dich? Was ist die Zukunft? Was ist schneller? Was macht dir mehr Fun? Ja, ich muss sagen, das macht schon extrem Spaß hier, ja, also ganz, keine Frage. Ne? Man merkt natürlich das hohe Gewicht, das kann man nicht wegdiskutieren, genau, ja, das stimmt schon. Allerdings sind die Antriebe einfach so dynamisch und, ja, und haben so wenig Delay jetzt zwischen Fahrpedal und Beschleunigung. Das ist völlig krank. Das ist einfach extrem und, ja, und das macht extrem Fahrspaß aus, ja, also muss man ganz klar sagen. Also ich fahre sehr viel e-tron GT jetzt auch, ja, im Alltag. Und ich fahre den extrem gerne, muss ich sagen. Ja. Du fährst den auch relativ gut, ja, kann man sagen. Wirklich großartig, auch mit dem Gegenlenk. Was hältst du von der Strecke hoch bei mir? Ich habe ja nicht nur ein bisschen Pipi in der Hose aus Angst, sondern ich habe ja auch ein bisschen Pipi in Augen, weil so ein Lebenstraum hier in Sanremo in Erfüllung geht, die Strecke mal hoch und runter zu fahren. Lieber würde ich natürlich selber fahren, aber wie findest du die Teilstrecke hier? Ja, absolut spektakulär. Also das ist ja ein Originalstück der Rallye Sanremo. Ja. Und damals in den 80er Jahren, da, ja, sind die deutlich weitere Strecke gefahren. Ja. Und man sieht ja schon, man kann sich das ja schon vorstellen, wenn die damals in den 80er Jahren, da sind die ja 10-mal so lange ungefähr, ja, gefahren hier als wir jetzt. Und ja, das ist einfach spektakulär. Ne? Die engen Kurven, trotz dieses extremen Radstands von dem Auto, ja, der extremen Länge, der ist ja fast 5 Meter lang. Ja. Wir haben jetzt hier eine Hinterachslenkung verbaut, die, ja, ist optional und die verkürzt natürlich den Wendekreis. Ja, trotz langem Radstand. Trotz langem Radstand kommt man einfach super um die Ecken. Ja. Dann in Kombination mit der Quersperre, die beim, ja, Ausbeschleunigen extrem hilft und natürlich auch beim Anbremsen auf rutschiger Fahrbahn. Ja. Das macht das Auto einfach agiler, als man es für so ein schweres Auto Und, mein Freund, man kann rekuperieren hier runter auch, ne? Das krass ist. Genau. Was ich dir jetzt nicht erzählt habe, ist, wir stoppen ja jetzt imaginär die Zeit. Ich will dir keinen Druck machen, aber jetzt müsste es ja gleich Richtung Ende gehen und jetzt kriegen wir, glaube ich, raus, wer schneller ist. Stick, der ist ja schon 75 und du bist? Ich bin 33. Hey, ich auch. Okay. Und jetzt werden wir ja rausbekommen, wer die schnellere Zeit dann hat unten. Ne? Okay. Und das liegt natürlich am Auto, aber auch an dir. Das ist aufregend jetzt für mich, weil so ein bisschen die Frage, was ist jetzt Zukunft, was ist schneller, ne?
Vergleich zum R8 jetzt, was meinst du? Ja, das ist schwer zu vergleichen. Der R8 jetzt als Mittelmotorsportwagen, das ist einfach ein anderes Segment. Das ist ja letztendlich schon eine Reiselimousine. E-Tron GT, Gran Turismo, der Name sagt es schon. Die Entwicklung bei diesen E-Autos, die geht so schnell voran. Ja. Und auch diese Sachen wie Beschleunigung, und das ist einfach so extrem. Ja. Da steht ja dem R8 in nahezu nichts, nichts mehr nach jetzt in Fahrleistung. Ey, ich danke dir. Es ist ein bisschen bei der Fahrt jetzt, wie wenn man nach Berlin kommt. Irgendwie ist man immer froh, da zu sein, aber ist auch froh, wenn es vorbei ist. Mir ist ein bisschen schwindelig, weil an die Beschleunigung muss ich mein in die Jahre gekommener Körper erstmal gewöhnen. Danke für die Mitfahrt. Ja. Großartig gefahren. Dankeschön, war toll. Alter, stark gefahren. Ja, kein Wunder. Ja, stark gefahren. Ja, das war's jetzt. Kurz vorweg, hast du dich übergeben? Nee, zum Glück nicht, aber mir war leicht schlecht jetzt am Schluss. Jessie war leicht schlecht. Mir war nicht schlecht, aber ich glaube auch, dass wir gewonnen haben in der Elektromobilität. Das war schon krass, weil also für mich sind mehrere Lebensträume in Erfüllung gegangen. Nummer eins, dieses Auto hier als Beifahrer leben zu dürfen. Nummer zwei, die Strecke leben zu dürfen. Ja, das war großartig. Und es ist halt so ein bisschen auch schön, dass ich es überlebt habe, ne? Finde ich auch schön. Wie war dein Eindruck so? Es war halt mega stick zuzugucken, wie er da mit seinen Füßen wie so ein Klavier an den Pedalen rumspielt. Der ist schon echt sehr gelassen, aber total krass und auch ziemlich schnell. So, Jessie, Aufgabe jetzt für dich. Was ist die Zukunft? Was ist schneller, Elektromobilität oder Verbrenner? Wirst du einen Fünfzylinder vermissen? Wie sieht es mit dem Quattro in der modernen aus? Also den Fünfzylinder werde ich vermissen, ja. Und Quattro kannst du jetzt besser beantworten, weil du bist jetzt mit dem elektrischen Quattro gefahren. Das hier war schon ziemlich geil. Ich bin froh, dass ich mal die Legende mitfahren durfte, beifahren durfte. Ist beides irgendwie schön, oder? Es ist was ganz anderes. Mehr Leistung, mehr Gewicht liegt näher an und das ist vielleicht ein bisschen mehr Emotion, aber vielleicht mehr Umwelt, weniger Umwelt und ja, vielleicht ganz gut, dass wir uns alle ein bisschen verkleinern. Weiß ich jetzt nicht, ob man das mit dem Auto tut. Ich glaube, mit dem zeigt man eher, was man so alles kann der Elektromobilität. Fürs große Ganze finde ich ganz gut. Das hast du schön gesagt. Habe ich schön gesagt. Ja. Ne? Fürs große Ganze macht Jessie auch weiter Videos für euch. Deshalb abonniert genau jetzt den Kanal. Bei uns gibt es jeden Tag, wie gesagt, eine neue Karre von Stig Blomqvist in weiblich. Und dem Mattes in Form von mir macht das genau jetzt. Ist eine gute Sache, macht euch glücklich und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss. Bis dann. Gib dir die Hand. Ciao, tschüss. Oh, no.